Hi, hier ist dein Wirkstoff ABC mit I wie Itraconazol. Das Antimykotikum ist ein Triazol-Derivat und hemmt die Ergosterolsynthese durch Hemmung der Lanosterol-Demethylase. Ergosterol ist Bestandteil der Zellmembran von Pilzen. Itraconazol wird zur Behandlung von Kandidose, Kryptokokkose und Aspergillose angewendet. Nebenwirkungen können Kopfschmerzen, gastrointestinale Beschwerden, Transaminasenanstieg, Exantheme, reversible Sehstörung sowie Photosensibilisierung sein. Frauen im gebärfähigen Alter sollten während und bis zu 4 Wochen nach der Behandlung eine zuverlässige Verhütungsmethode anwenden. Die antimykotische Wirkung ist pH-wertabhängig. Das pH-Optimum liegt zwischen 4 und 6. Das ist wichtig zu beachten, wenn gleichzeitig Medikamente, die die Magensäuresekretion hemmen, wie PPI eingenommen werden. In diesem Fall sollte Itraconazol mit einem säurehaltigen Getränk wie ein nicht-diätetisches Cola-Getränk eingenommen werden, wie der Fachinformation zu entnehmen ist.